Kleine Meister, digital, Folge Nummer 4, Piratenleben. Hey kleine Meister, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer vierten Folge. Heute nehme ich euch mit in die Ausstellung von Mike Burscheid. Die haben wir auch schon in Folge 2 gemeinsam angeschaut. Ich möchte euch jetzt ein anderes Werk von Mike vorstellen, das heißt The Well-Being of Things. Und ihr werdet überrascht sein, was für spannende Charaktere wir in diesem Ausstellungsraum finden. Mike Burscheid liebt total ausgefallene Kostüme und Outfits. Das haben wir uns ja auch schon in Folge 2 angeguckt, als wir uns mit seiner Arbeit »So stelle ich mich die Liebe vor« beschäftigt haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die tollen rosanen Kostüme und die großen Köpfe, die er tragen konnte. Als ich in diesen Raum gekommen bin, sind mir auch als allererstes diese Kostüme oder Kleidungsstücke an der Wand aufgefallen. Und ich frage mich, wem die wohl gehören könnten. Da ist zum einen so eine rote Samthose und dann blaue Verzierung. Ich weiß noch nicht genau, ob die für die Arme oder für die Beine sind. Und eine tolle Jacke hier. Und da oben hängt ein Hut, der sieht auf den ersten Blick aus wie ein Cowboy-Hut. So stellt man sich einen Cowboy vor, der durch den Wilden Westen reitet. Aber wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr, dass da eine Augenklappe daran baumelt. Der zweite Teil des Kontexts, den ich in diesem Raum gefunden habe, ist dieses riesengroße grüne Holzboot. Zumindest finde ich, dass es aussieht wie ein Boot. Und ich habe extra vorher nochmal gefragt, man darf sich als Besucher oder Besucherin sogar draufsetzen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, man kann mit dem Boot schaukeln. Und wenn man sich hier so gemütlich hinsetzt, dann fühlt man sich, als ob man einer Kinovorstellung zuschauen würde. Denn da vorne läuft ein Film. Mal schauen, was der uns verrät. In dem Video sehen wir, wie ein Mann die Straße hinunterläuft und dann an einer Tür klopft. Ihr erkennt bestimmt die Kleidungsstücke, die wir eben an der Wand gesehen haben. Und ich finde, der Mann könnte schon ein Cowboy sein, aber so ganz sicher ist man sich da nicht. Im Film hören wir nur die Geräusche, die seine Schuhe verursachen, also das Klackern auf dem Boden und das Dongen, das die Pfanne und die anderen Gegenstände machen, wenn sie gegeneinander klackern. Was der unbekannte Mann spricht, das sehen wir nur in den Untertiteln im Film und weil die auf Englisch sind, erkläre ich es euch einfach schnell. Als der Mann an die Tür klopft, sagt eine Stimme, komm rein. Und davor steht geschrieben, dass der Sprechende ein Papagei ist. Und der nächsten Blick, den wir erhaschen, da sehen wir den Mann, wie er auf einem Laufband steht und ja, sich vorwärts bewegt. Und
auf einem Ast an der Wand im Zimmer sitzt ein kleiner grüner Papagei und die beiden unterhalten sich. Im Verlauf des Gesprächs fragt der Papagei, wo der Mann eigentlich gewesen sei. Und er sagt, ja, ich war spazieren und habe mir ein bisschen die Gegend angeguckt. Und der Papagei ist offensichtlich sehr verwundert, was der Mann da eigentlich trägt. Diese weite Hose und die tolle Samtjacke und vor allen Dingen die Steinchen an den Schuhen, die wir uns eben angeguckt haben. Daraufhin sagt der Mann, dass das Swarovski-Glitzersteine wären, die er am Strand gekauft hat. Und so unterhalten sie sich ein bisschen und nach kommt raus, dass der Mann, den wir im Video vor uns sehen, ein Pirat ist. Und dass er und sein Papagei gestrandet sind. Ihr Schiff, auf dem ich gerade sitze, ist leider kaputt gegangen und muss nun repariert werden. Und deshalb mussten sie kurzfristig in eine andere Bleibe umziehen. Aber es scheint so, als ob der Pirat nicht mehr ganz zufrieden wäre mit seinem Piratenleben. Wir haben uns ja schon den großen Hut angeguckt, der aussieht wie ein Cowboyhut. Und überhaupt das ganze Outfit vom Piraten erinnert doch an einen Cowboy. Und dann kommt eine wirklich spannende Stelle im Film. Und da sagt der Pirat, ich habe unser Boot verkauft und gegen ein Pferd eingetauscht. Das ist natürlich ziemlich verrückt für einen Piraten, der eigentlich, zumindest in meiner Vorstellung, auf dem Wasser leben sollte. Was macht der mit einem Pferd? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist eine ganz schön aufregende Geschichte. Sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Jetzt wollen wir gemeinsam kreativ werden. Ich habe euch ja schon erklärt, was wir machen wollen. Wir gehen jetzt ganz tief in unsere Fantasie und überlegen uns, was der Pirat und sein Papagei gemacht haben könnten, bevor sie gestrandet sind. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch überlegen, was danach aus ihnen wird. Oder ihr schaut euch beide Seiten der Geschichte an. Zum Basteln braucht ihr heute einfach ein großes Blatt Papier und dann könnt ihr die Farben oder Stifte nehmen, die ihr eh zu Hause habt. Acrylfarben und Pinsel oder einen Wassermalfarbenkasten. Und wenn ihr Buntstifte und Filzer nehmen wollt, ist das auch voll okay. Ich fange jetzt an. Ich mag beide Seiten der Geschichte aufzeichnen und deshalb teile ich meinen Blatt erst einmal in der Hälfte durch. Auf dieser Seite hier soll das Piratenleben entstehen und da werden wir sehen, wie es mit dem Cowboy weitergeht. Auf dieser Seite sieht man den Cowboy, wie er durch eine Wüste voller Kakteen reitet und da grinst er auf jeden Fall. Ich glaube, er fühlt sich als Cowboy deutlich wohler. Und jetzt werde ich das Bild, was ich nur vorgezeichnet habe, richtig schön bunt ausmalen. Dabei könnt ihr zuschauen. Jetzt ist mein Bild mit der Verwandlung vom Piraten zum Cowboy fertig. Die beiden Seiten des Bildes möchte ich noch mit einem großen schwarzen Strich abtrennen, damit man auch sieht, dass es sich wirklich um zwei verschiedene Geschichten handelt. Mein Bild ist fertig. Ich bin total gespannt, wie eure Bilder aussehen und für welchen Teil der Geschichte ihr euch entschieden habt. Und ich freue mich, euch dann in der nächsten Folge wieder mit in die Ausstellung von Vivien Greven zu nehmen. Bleibt dran und gespannt. Bis bald!